Morgen. Tasche ist gepackt, Brille ist geputzt. Es kann losgehen. Tatsächlich nur durch den Schatten etwas kühl. Und ich muss sagen, Passau zeigt sich von seiner besten Seite. Darüber kann ich echt nicht meckern. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Ich war in der einen oder anderen Buchhandlung. Thalia, Bücher Pustet und Ruprecht. Ja. Und durchaus auch erfolgreich. Das zeige ich euch heute Abend, denn ich habe die Bücher jetzt ins Auto gepackt und laufe noch so ein bisschen durch Passau und genieße das hier. Ich habe auch festgestellt, anscheinend bin ich etwas flussfixiert in diesem Urlaub. Schärding am Inn und an der Donau in Passau. Herrlich, richtig herrlich. Ich konnte mir gar keinen besseren Tag aussuchen, um hierher zu kommen. Und das ist gut so, das ist schön so und so soll es sein. Das Genießen, wenn man das hat. Und dafür bin ich dankbar. Ich finde das sehr schön und ja, nehme euch noch ein bisschen mit durch meinen Tag. Mal gucken, ob ich noch Wolle irgendwo finde. Dann könnte ich heute Abend noch was stricken. Mal sehen. Ihr werdet vor allem direkt weitersehen, wie es weitergeht. Thank you.
und ich habe mir gedacht, ich drehe euch das jetzt gleich, sonst vergesse ich es noch, was ich denn alles gekauft habe. Ich hoffe, ich konnte euch gerade eben zwischendrin ein paar schöne Aufnahmen vom Sonnenuntergang zeigen. Er war so herrlich. Ich habe noch nie so einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen. Tatsächlich, es war wie so richtig gemalt und aquarell und ach, es war so schön. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr habt gerade eben auch das ein bisschen zumindest in Bildern nachempfinden können. Und jetzt zeige ich euch, was ich eingekauft habe. Es ist ein bisschen was geworden. Und zwar, weil ich wusste, dass ich bestimmt ein bisschen mehr kaufe, habe ich diese Tasche gekauft. Da steht drauf, sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben, von Oscar Wilde. Ich finde, ein toller Spruch und der Meinung bin ich auch. Ich gucke mal rein, was ich euch davon jetzt zeigen kann. Ja, ich glaube, das dickste Buch am heutigen Tag, das ich gekauft habe, ist Handbuch Meditation von Kuladasa John Yates. Ich bin sehr gespannt. Ich muss mal eben den Aufkleber hier hinten abknibbeln. Das mag ich ja gar nicht auf Büchern, vor allem nicht auf so einem schönen bunten Buch und das fühlt sich richtig papierig noch an. Gar nicht schlimm beschichtet. Ja, ich bin wie gesagt sehr gespannt. Ich möchte mit dem Meditieren noch ein bisschen tiefer einsteigen und tatsächlich vielleicht noch ein bisschen weitergehen als die geleiteten Meditationen, die mir schon sehr gut gefallen, von Laura Madina Seiler. Und ja, dazu ein bisschen Hintergrundlektüre. Ich finde ja auch, nackig schaut dieses Buch ja wahnsinnig gut aus. Die Farbe, dieses Braunrot mit, ja, wunderschön, wunderschöner Einband, finde ich. Dann habe ich ein Buch gekauft, das hier, wie ihr seht, die schönsten Momente erlebt man offline. Und zwar ist es das zweite Buch oder ja noch ein Buch, das so ähnlich ist wie das, das ich in Schärding gekauft habe. Und ich habe mir gedacht, irgendwie steht diese Art von Buch, dieses Buch ja im Zeichen von diesen wunderschön gemachten, gestalteten Seiten. Das sind so... ja, so doppelseitig, wunderschön gestaltet und dann steht hier sowas wie, ein Lächeln ist das Schönste, was man tragen kann. Und es ist ja einfach so schön gemacht und so inspirierend, dass ich das sehr gerne durchblätter und mal reinschaue. Sei mutig, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts. Ja, genau solche klugen Gedanken sind hier drin und ich finde das wunderschön. Das andere Buch heißt, man ist nie zu alt, ein neues Ziel oder einen neuen Traum zu haben. Genau. Ja, ich finde es sehr inspirierend und deswegen durfte es mit. So, genau, was unbedingt mit durfte, von Lars Ament, Why Not? Inspiration für ein Leben ohne Wenn und Aber. Und zwar bin ich darauf erst aufmerksam geworden, weil Lars Ament das Buch Dieses bescheuerte Herz geschrieben hat, zusammen mit Daniel. Seinen Nachnamen habe ich mir nicht gemerkt. Und auf dem Buch Dieses bescheuerte Herz basiert ja auch der Film mit Elias Mbarek, der gerade noch im Kino läuft. Kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Lars Ament, muss ich sagen, fand ich sehr spannend, die Kombination Lars Ament und Daniel Aminati. Ja, von Galileo. Ich dachte mir so, das passt für mich irgendwie erstmal gar nicht im Kopf zusammen, aber passt tatsächlich sehr gut. Die machen die Glücksritter, einen Podcast, finde ich sehr spannend. Und dabei habe ich eben dann auch mal eben erfahren, ich glaube Instagram war da schuld, dass er ein Buch geschrieben hat und dieses eben Why Not heißt. Ich bin sehr gespannt. Ich ja, finde seine Art irgendwie unglaublich angenehm. Deswegen, ja, wie viele Lesezeichen habe ich denn gekriegt? Okay, also braucht jemand Lesezeichen? Entdecke Geschichten, die nie zu Ende gehen sollen. Oh, ist das süß. Ich finde es süß. Oh. Aber so viele Bücher lese ich. Nein, lese ich tatsächlich nie gleichzeitig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Lesezeichen. Und alle die gleichen? Okay, also ich hätte auch gerne noch ein anderes genommen. Statt 8 mal die gleichen. Ein Buch, auf das ich unglaublich gespannt bin. Wie auf jedes Buch. Seien wir mal ehrlich, ich bin auf jedes Buch gespannt. Ich möchte jedes Buch gleich lesen. Und ich weiß,
So. Und ich weiß aber jetzt schon, welches ich zuerst lesen will. Dieses ist es nicht, weil ich ein ganz dünnes Buch noch gekauft habe und das werde ich heute Abend noch lesen. Das weiß ich. Aber das hier wird ganz, ganz, ganz bald drankommen. Von Rachel Joyce, Mr. Franks oder Franks fabelhaftes Talent für Harmonie. Es geht um Musik, um jemanden, der Musik in den Menschen spüren kann oder welche Musik dieser Mensch braucht. Und ich liebe Musik und Rachel Joyce hat das Buch auch geschrieben, die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry und das mit dem Mississippi-Liebesbrief, wie auch immer, kann ich jetzt gerade nicht mehr wiedergeben, den Titel. Und Rachel Joyce hat auch geschrieben, das Jahr, das 2 Sekunden brauchte und das habe ich in meinem Tauschpaket ausgepackt. Habe ich zu meiner Schande noch nicht gelesen. Allerdings habe ich in dieses Buch reingeschnuppert, als ich letztes Jahr an der Ostsee Urlaub gemacht habe, habe ich dort in der Bibliothek in Rachel Joyce das Jahr, das 2 Sekunden brauchte, reingelesen und hätte es fast nicht mehr aus der Hand gelegt. Allerdings hat es zu dem Zeitpunkt dann meine Mama gelesen im Urlaub. Und ich habe mir vorgenommen, all ihre Bücher auch zu lesen. Und ihre Sprache hat mich schon so begeistert in ein paar Worten eines anderen Buches, dass ich jetzt gedacht habe, das brauche ich auch unbedingt. Das klingt auch einfach so richtig nach einem Buch für mich. Ich freue mich unglaublich drauf. Noch eins, auf das ich mich unglaublich drauf freue, weil ich schon so lange drum herum geschlichen bin. Von Salvatore Basile, die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstandes. Der Titel klingt für mich schon mal so, da springt bei mir schon die Fantasie an. Gerade die Idee dahinter, was passiert am Gegenstand, der eben ja, verloren wird und dann von jemandem gefunden und so weiter, kann ich mir super gut vorstellen, dass da tolle Geschichten entstehen. Und hinten drauf steht dann ein junger Mann, der vergessen hat, was es heißt, geliebt zu werden. Eine junge Frau, die einen Pakt mit dem Schicksal geschlossen hat. Gemeinsam überwinden sie alle Hindernisse und holen sich die Hoffnung zurück. Und es klingt einfach schon richtig toll. Ich bin, wie gesagt, schon so lange drumherum geschlichen, habe mir immer gesagt, nein, mir ist es zu teuer und ich lese es dann doch nicht und ich habe noch so viele tolle Bücher zu Hause. Ja, das ist alles richtig, Anja. Trotzdem ist es heute mitgekommen. So, dann war ich im nächsten Laden und habe einmal das Büchermagazin und IQT mitgenommen und außerdem auch von Klaus Böldl, Der Atem der Vögel. Ein sehr dünnes Buch und genau dieses Buch werde ich heute Abend verschlingen. Das weiß ich einfach, weil ich habe es angelesen und ich konnte fast in der Buchhandlung nicht mehr die Finger davon lassen. Es ist geschrieben von einem Autor, der in Passau geboren wurde, was ich sehr schön finde, da ich dieses Buch ja auch in Passau entdeckt und gekauft habe. Und ja, hat schon verschiedene Sachen geschrieben, Erzählungen, poetisches Reisebuch und so weiter. Ein Buch über Passau und ein Roman und wurde auch schon mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Er lehrt jetzt mittelalterliche skandinavische Literatur an der Universität Kiel. Sprich, ist irgendwie ans ganz andere Ende von Deutschland gezogen, macht aber gar nichts. Ich finde es trotzdem faszinierend. Ich lese einfach mal den Anfang dessen, wie dieses Buch beginnt. Von dem Wohnraum unseres mit weiß gestrichenem Wellblech. Wenn man den lesen könnte, ne? Also. Von dem Wohnraum unseres mit weiß gestrichenem Wellblech verkleideten Hauses geht der Blick durch eine Glasfront auf eine kleine, von Moosflecken besäte Terrasse mit einem rostigen Geländer. Dahinter der Rasen, der sich im Laufe der Zeit in einen wilden Wiesenfleck verwandelt hat, mit den niedrigen Bäumen ringsum. Längst hätte man es in Angriff nehmen sollen, diesen Garten in Ordnung, das heißt in eine Ähnlichkeit mit den umliegenden Gärten zu bringen, ging es mir heute Vormittag durch den Kopf, als ich auf dem Korbsessel mit dem schwarzen Schaffell saß und das Notizbuch in der Hand aus dem Fenster schaute.
Draußen sprühte der Regen in unzähligen weißen Funken in der Sonne. Vielleicht hätte es dann auch ein Ende mit den kalten, nachdenklichen Blicken aus der Nachbarschaft, dachte ich. Vor allem ist da das kaltböse Herüberspähen des kleinen, kahlen Kerls, der schräg gegenüber mit seiner blinden Mutter wohnt. Und diese Sätze haben ausgereicht, damit ich wusste, ich möchte dieses Buch haben. Ich möchte nicht nur, ich muss. Ich bin jetzt auch schon wieder so gepackt, ich möchte sofort weiterlesen und werde das auch nach dem Abendessen tun, denn wenn ich vorher anfange, dann schaffe ich im schlimmsten Fall mein Abendessen nicht mehr, weil ich vorher das Buch lese und dann zu spät dran bin. Auf jeden Fall, ich bin jetzt schon total gefesselt und begeistert davon. Und es ist ein Buch, von dem habe ich noch nie gehört, ich habe es noch nie irgendwo gesehen. Und genau das liebe ich. Das liebe ich an Buchhandlungen, dass ich eben nicht nur reingehen kann und weiß, den Bestseller kann ich dort kaufen oder das und das Buch oder den Klassiker, sondern ich kann auch Bücher entdecken. Und es ist jedes Mal wieder so, als ob mindestens eins der Bücher mich aussucht und sagt, nimm mich mit, ich stehe genau hier, so und so lange schon, wer weiß wie lang, damit du jetzt kommst und mich mitnimmst. Und diese Magie ist für mich, das ist für mich Buchhandlung, das ist für mich Spaziergang durch Buchhandlungen. Und natürlich berichte ich euch ausführlichst dann darüber, wie es mir gefallen hat. Und ich weiß jetzt schon, ich werde es euch ans Herz legen. So, noch Krimskrams, wie noch ein Beutel. Und zwei Lesezeichen, weil Lesezeichen kann man ja nie genug haben. Hab noch ein letztes Buch zu mir gefunden von Katharina Finke, Loslassen, wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte. Auch dieses Buch hat mich schon 2, 3, 4 Mal, ich weiß gar nicht wie oft, angelächelt und ich wollte es mitnehmen, habe es dann aber doch nie mitgenommen. Und ja, worum geht es? Sie macht sich auf und verkauft, verschenkt alles, besitzt letztendlich dann nur noch den Inhalt zweier Koffer und macht sie dann auf, eine moderne Nomadin heißt sie hinten, arbeitet rund um den Globus, lebt aus dem Koffer und wohnt auf Ausklappsesseln und in Luxus-Apartments. Sie genießt das intensivere Lebensgefühl, das sie durch die Befreiung von materiellen Dingen verspürt und erlebt, die radikale Freiheit überglücklich und zutiefst einsam macht. Dies ist ein Buch darüber, was es heißt loszulassen und woran es sich lohnt festzuhalten. Finde ich sehr spannend, einfach grundsätzliches Thema loslassen sowieso, aber auch die Tatsache als Frau, ich gebe alles auf nach einer Trennung und ich mache mich auf in eine Zukunft, die durchaus ungewiss ist mit dem, was ich dabei habe. Und dennoch glücklich sein mit dem, was man hat. Finde ich, ja, wie gesagt, sehr spannend, weil ich mir es kaum vorstellen kann, wie herausfordernd das sein mag. Und vielleicht auch, was für eine Erkenntnis man selber sich daraus ziehen kann, natürlich, ne? Welche Dinge sind einem selbst wichtig? Weil sobald man mal anfängt, darüber nachzudenken, kommt man zu den Dingen, die essentiell sind, ne? Dass man sagt, okay, ein paar Kleidungsstücke brauche ich, weil sonst friere ich im Winter. Ein paar Schuhe brauche ich oder eine Tasche brauche ich oder ein Tuch, also ein Halstuch oder ein Schal. Was brauche ich denn noch? Ich denke mal, alle, die das jetzt hier sehen, werden auch sagen, Bücher brauche ich. Ich würde das auch natürlich sagen. Und schwuppdiwupps kommt man zu ganz vielen Dingen. Ne? Man sagt sich vielleicht, okay, eigentlich ganz so arg viel brauche ich nicht. Ich habe ja meine Erinnerungen und so weiter. Aber Fotos sind zum Beispiel was, finde ich, sehr wichtig. Die braucht man irgendwie. Oder ja, ganz bestimmte Gegenstände, die man zum Beispiel aus einem Urlaubsland mitgebracht hat oder die einem geschenkt wurden oder die vielleicht auch nützlich sind, kann jetzt alles Mögliche sein, vom, weiß ich nicht, von der Taschenlampe über den Dosenöffner hin zu dem Schuhlöffel, ich weiß es nicht. Also ja, kann alles möglich sein und ganz schnell ist man bei ganz vielen Dingen und ich glaube, ja, vieles davon eben lässt sie zu Hause oder verschenkt sie, verkauft sie. Und das ist, wie gesagt, spannend, wenn man das eben dann doch mal macht oder doch mal jemanden dabei zuschaut oder liest, wie der das so hinkriegt. Das war's jetzt aber mit meinem riesengroßen Einkaufsbummel in Passau. Eigentlich war was ganz anderes geplant, dass ich andere Dinge kaufe. Ja, aber wen wundert es da schon, dass ich Bücher gekauft habe? Mich nicht und ich denke mal euch auch nicht. Ich werde euch eben, sobald es geht, über die verschiedenen Bücher etwas berichten, wenn ich etwas weiß und wünsche euch damit schon ja, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Es ist der vorletzte Tag, ich kann es kaum glauben, morgen ist der letzte ganze Tag hier
Und dann werde ich nur noch einmal ganz schnell frühstücken, den letzten Kram packen und los, denn am Freitag muss ich recht frühzeitig los. Deswegen ist auch der letzte Teil dieser 5 Tage wieder der Donnerstag, also morgen für mich, für euch auch, und ihr seht dann eben, wie mein letzter Tag hier ist. Ich werde mich nochmal ein Stück weit entspannen, ich werde nochmal hier ein bisschen zur Ruhe kommen, bevor ich am Freitag fahre, und werde nochmal bestimmt in die Therme gehen oder in den anderen, in den Salzwasserpool. Werde vielleicht auch nochmal morgens Sport machen, weiß ich noch nicht genau, werde ich dann sehen. Und werde dann auch, ich weiß gar nicht mehr, was wollte ich noch machen? Ich wollte, glaube ich, nochmal ein bisschen durch Bad Füssing laufen. Genau, je nach Wetter werde ich euch da auch mitnehmen. Und so werden wir dann zusammen noch einen letzten schönen Tag hier verbringen. Ich freue mich drauf. Und dann fängt morgen Abend zu dieser Zeit vermutlich spätestens der Einpack-Wahnsinn an. Alles wieder irgendwie in irgendwelche Taschen kriegen. Und dann ins Auto. Bis dahin, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Tschüss!